So, ein wunderschön und herzlich willkommen zu unserer finalen Überarbeitung des Feldes. Einmal alles komplett abernten und dann einmal einen sauberen Wusch durch. Das sollte funktionieren. Dann haben wir einmal alle Beete richtig schön gemacht. Dann haben wir einmal alles so, wie es sein soll. Das sollte funktionieren. So. Kann ich jetzt mal das hier mitnehmen und hier einmal mitnehmen und hier einmal mitnehmen, hier einmal mitnehmen. Dann habe ich das vielleicht schon mal, ist auch egal, schon ein bisschen grob sortiert. Gut alte Arten, Gartenarbeit. Ich muss doch mal gucken, es gab irgendwie so ein Rechen oder so eine Sense oder wie auch immer man das Ding auf Deutsch nennt, diese Hoe, die hier, die irgendwie so Spezialeffekt hatte, dass man damit irgendwas überkrasses machen kann. Ich weiß aber nicht, Silber habe ich es auch noch, ob man damit mehrere Felder mit einmal ernten kann oder ähnliches. Ich rate, let's play. Klar. Immer wenn ich als Ronix spiele. Denn das ist ja der einzige Sinn und Zweck von diesem Benutzerkonto für unser kleines Let's Play. Ja, immer mit diesem Namen. Ich habe auch letztens mal, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Irgendjemand hat nicht mal alle meine Namen aufgezählt. Aber ich habe mittlerweile so einige Accounts. Einmal habe ich halt Walker, was quasi mein Hauptaccount ist, mein Admin-Account. Dann habe ich quasi Walker Konsole, der in den Servern auch als Admin drinne steht, weswegen das auch der ist, über den ich quasi kommuniziere, wenn ich quasi über die Konsole halt arbeite, weil wenn man über die Konsole irgendwas macht, wird das quasi immer als die Person gemacht, die auch als Admin im Server drinne steht. Deswegen ist als eigentlicher Admin immer Walker Konsole hinterlegt, hier. Walker Konsole ist der Admin von diesem Server. Aber das Konto, was halt alle Berechtigungen hat, komplett, ist halt einfach nur Walker. Das ist halt mein eigentliches Admin-Konto. Und ja. Dann gibt es halt noch Walker Mobile. Das ist dann, wenn ich mit dem Handy spiele. Das hat den Hintergrund, dass wenn ich halt mit dem Handy spiele, die Spieler das auch gleich sehen sollen, weil ich, wenn ich halt mit dem Handy spiele, kann ich zum Beispiel auf bestimmte Chat-Nachrichten nicht so schnell reagieren. Außerdem bin ich auch im Spiel selber ein bisschen ungeschickter, weil die Steuerung halt total beschissen ist, weswegen ich auch gar nicht mehr mobil spiele. Aber das Konto gibt es halt immer noch, oder die Kontos. Dann gibt es noch, jetzt muss ich überlegen, genau, dann habe ich noch ein Konto, was speziell für, ein Konto, was ich habe, was gar keine besonderen Berechtigungen hat, sondern was quasi einfach nur die Berechtigung hat, wie jeder normale Spieler. Das Konto nehme ich dann halt, wenn ich auch selber als normaler Spieler spielen möchte. Dann gibt es noch, jetzt muss ich überlegen, das waren gerade mal vier Konto, ich habe noch wesentlich mehr. Dann gibt es noch Walker 123, das ist mein Testkonto.
Mit dem mache ich immer diverse Spielereien, wenn ich. Ja, halt. Also, das Konto hat auch keine Rechte. Und das Konto nehme ich immer dann, um zu gucken, um zum Beispiel zu gucken, ob irgendwelche Bereiche funktionieren. Also, diese ganze Area Protection, ob Protection funktionieren und sowas alles. Oder wenn ich mal ein Konto brauche, was ich einfach mal in die Luft jage. Also, einen Spieler brauche, den ich einfach mal töten kann oder sowas. Dafür halt diese Spielereien. Ja, das. Genau. Noch was? Ja, und dann halt natürlich Ronix. Mein Konto fürs Let's Play. Und das sind halt insgesamt, wenn man die halt so alles so zusammenzählt, mehr als man normalerweise hat. Wieso habe ich hier überhaupt keine Dinger bekommen? Da habe ich mich da gerade nur getäuscht. Wie viel Platz haben wir eigentlich noch? Och, geht noch. Dort geht noch ordentlich. Ach, gleich geschafft. Kann sein, dass der Server langsam ein bisschen glüht. Ja, der Server ist auch ausgelastet. Weil er so ab und zu hat er so den Anschein, als wenn er ein bisschen hinterherhängen würde. Gott, 4 Felder haben wir schon geschafft. 2 müssen wir noch. Wobei die 2, also ist ja nur noch ein großes Feld, die anderen sind ja kaum belegt. Oh Mann, Alter. Das ist eine Arbeit hier. Tja, dann müssen wir noch sortieren, was wohin kommt. Also welche Reihenfolge wir das Ganze ausführen. Da werden wir dann am besten nochmal zum Lager gehen und gucken, wie es da sortiert ist, wie genau. Und versuchen, genau in der Reihenfolge, wie es im Lager ist, auch das hier dann aufzubauen. Wie ist der Zeug, da hängt er wieder hinterher? Ja, suspekt. Also entweder ist so Ehren gerade dabei, neue Gebiete vorzudringen, sodass der Map-Gen ganz schön aktiv gerade ist. Oder mein Laptop hat Fieber. Eins von beiden wird es wohl sein. So, wie viel Platz haben wir noch? Okay. Komm. Ja, mit denen müssen wir mal gucken. Die lasse ich erstmal außen vor. Mir ist vorhin eingefallen, also gestern Abend vielmehr, dass man hier eigentlich super leicht cheaten kann. Ich meine, man kann die einfach instant ab... Zeige ich euch dann nachher, was ich meine. Auf jeden Fall haben die kleinen Designfehler. Man kann die unendlich weit vermehren. Alles, was man braucht, ist eine Schippe. So, yay, yeah, alles geerntet. Geil und Mato. Da gehen wir erstmal zum Lager und genau, sortieren alles schon ein. Wie viele müssen 6 Felder haben, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Felder. Siehst du, die ganzen Bärenhemden will ich ja auch noch einsortieren. Oha. Oha. Scheiße, die habe ich jetzt komplett. Die hatte ich jetzt gerade schon wieder gar nicht auf dem Schirm. Können wir die denn hier hinten irgendwie mit dazu machen? Wenn ja, müssen die Ananas doch raus. Ich sag ja, die Ananas sprengt gerade schon wieder ein bisschen mein Konzept.
Okay, machen wir anders. Wir packen die dahin. Und wenn wir Ananas ernten, dann machen wir aus den Ananas immer komplett die ganzen Scheiben und schmeißen alle Köpfe außer 36, die wir wieder zum Einpflanzen brauchen, weg. Da sind wir quasi nur diese Scheiben und die Köpfe, die halt haben wir nur die auf den Feldern selber sind. Dann machen wir das so. 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 Wieso kann ich da nichts rausnehmen? Hallo? Ist ja valid noch. Okay. Weil ich gerade. Also eigentlich müsste hier nur was reinpassen. Ja, tatsächlich, lol. Okay. Er guckt nicht erst, ob es reinpasst, sondern versucht es erst einfach irgendwo reinzuschieben und guckt dann, ob er irgendwo stacken kann. Und deswegen muss man erstmal ein leeres Feld haben, damit man überhaupt was rausnehmen kann. Ist ja auch witzig. So, du kommst bitte. Dich packe ich erstmal hier mit rein. So, Ananas kommt dann hier oben mit rein. Das Ganze passt doch optisch am ehesten zusammen. So, und dann kommen hier nämlich die Beeren rein. Das sollte dann funktionieren. So, Stöcker hatte ich jetzt hier. Sehr schön. So, okay, jetzt sortieren wir mal. Also, Getreide brauchen wir gar nicht. Das hier brauchen wir zuerst. Das heißt, ich möchte ganz vorne hiervon einen Stack haben. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann das hier. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann kommt dahinter die Weintrauben. Da brauchen wir nur 24 jeweils. Richtig, genau. 6 mal 6, 36. Und davon sind aber immer 2 Drittel nur belegt. Heißt also 24. 2, 3, 4. Ja, genau. Wir haben ja hier auch 24 von diesen Dingern. Genau. Es wird voll. Ne, ich mach das. Ich nutze einfach mal das Ding hier. So, dann brauchen wir. Wann ist die Bohnen, die hier dran sind? Doch, Bohnenstange, genau. 1, 2, 3. Nein. 1, 2, 1, 2, 3, 4. So. So. Dahinter kommt dann Rhabarber und Ananas. Nanu? Ah. Ananas. So. Dahinter kommt denn das Ding hier. Das heißt, könnte ich irgendwie so machen, damit ich das besser im Blick habe. Ha, perfekten Blick. das heißt. Oh, Alter, ey, das gibt's doch gar nicht. Oh, das ist so scheiße viel, was wir hier alles haben. Folgendes, ich pack das erstmal hier komplett raus. Dann ist das hier quasi schon direkt unsere Vorbereitung. Das Ganze hier ist direkt unsere Vorbereitung. Du kannst dann halt quasi auch gleich direkt weg. Heben wir ja nicht auf. So, als nächstes kommt dann... Achso, siehst du, Äpfel bauen wir ja gar nicht an. Äpfel bauen wir gar nicht an. Na gut, dann halt nicht. Stattdessen haben wir dann halt erstmal Möhren. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hä? Nein. 1, 2, 3. So. Dann. Alter, was war denn da? Ach so, ja, siehst du? Eben. Momentchen mal. Ja, das passt hier von der Farbe nicht, aber die beide doch austauschen, weil das passt zusammen und das passt zusammen. Zwar von der Farbe her nicht, aber vom Zusammenhang her passt es halt zusammen. Das heißt, das hier muss erstmal wieder alles raus. Dann kommt das noch da. Und das nach da.
So, genau. Okay, okay. Dann haben wir nämlich Kartoffeln und die Gurken. Daraus können wir dann unsere schönen Schüsseln machen. Darunter haben wir dann einmal Möhren und ja, wie gesagt, Erdbeeren. Äpfel bauen wir ja nicht an. Das heißt, das lasse ich erstmal frei. Direkt auch das Feld lasse ich an der Stelle frei. Vielleicht kommt da später noch mal was anderes hin. Dann kommt Mais. Mais kann man so 1:1 einpflanzen, ne? Oder muss ich daraus auch erstmal was machen? Ach, scheiße. Nee, können wir direkt so 1:1 einpflanzen. Okay. Halt. Da. Das heißt, dann kommt Mais und dann. Da haben wir nur 24 von. Lull. Und dann kommen Tomaten. So. Hätten wir das auch. Und dann kommt ganz zum Schluss die Reihe hier. Ja gut. So. Mach ich einfach mal so. Okay, und dazu zählt jetzt Folgendes. Zuallererst Knoblauch. Eins, also einfach alles und dann nochmal drei. Eins, zwei, drei. Dann die Zwiebeln. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Dann kommt Chili, da haben wir nur 24 von. Dann kommt Gurken. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bam. Dann kommt rote Beete. Die hatte ich in meiner. Habe ich die drinne? Hallo? Hallo? Ach ja, die habe ich hier reingepackt. Warum auch immer. Ja, her damit. So. Haben wir eigentlich. Doch, haben wir auch. So, genau. Also hier brauchen wir halt Backpack. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann zum Abschluss noch die Dinger hier. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dann haben wir alles. Dann sollte das genau passen. Passt doch jetzt genau mit unseren 6 Feldern. Ein Feld, zweites Feld, drittes Feld, viertes Feld. Wie zähle ich das eigentlich gerade? Erstes Feld, zweites Feld, drittes Feld, viertes Feld. Oh, wir haben sogar noch. Ja, wir haben sogar noch eine Reihe frei. Das passt dann nicht ganz genau, weil. Nee, wir haben noch einen kompletten. Wir haben einen kompletten Ding frei, weil eben hier ist ja. Das ist ja. Ich bin komplett raus. Wer bei denen? Alter, bin ich gerade dumm wie Stulle. Also, wollte gerade okay schreiben, aber die ist ja schon rausgegangen. So, was wir machen, ist erstmal unser Inventar leer machen. Dann schmeißen wir alles, was wir jetzt über haben, hier direkt in die Kiste rein. Dafür ist er da. Okay, dann können wir jetzt loslegen. So. Du. 1, 3, 4, 5, 6. Lalalalalala. Sehr schön. Dann haben wir das mit den Feldern endlich mal abgeschlossen, komplett. Dann haben wir alles, was wir jetzt wollen, weil alles, was wir brauchen, alles, was unser Herz begehrt. So, hier kommen dann diese Weintrauben-Dinger hin. 1, 2, 3, 4. So, hier kommen die Dinger hin. 3, 3, 4.
Und es war auch die letzte große Ernte. Das Einzige, wo wir noch was ernten werden, ist vielleicht mit Chili. Also die Sachen, wo wir halt noch nicht so viel haben. Also Chili und sowas zum Beispiel. Ansonsten die Sachen, wo wir schon massig haben, also die ganzen Beeren hier vorne zum Beispiel, die werden wir jetzt auch vorerst erstmal nicht mehr sammeln, sondern die werden wir einfach wachsen und dann bleiben die auch erstmal hier. Die sind also bloß noch dekorativ da. Genau. So. Jetzt kommt das hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wollte gerade bis 8 zählen. Richtig? Ja. Hä? Oh, ich habe ein ganzes Set mitgenommen. Upsili. Kann ja mal passieren. Oh, Ananas. Das wird ein Schmaus. So. Jetzt kommt das Zeug hier. Wie gesagt, da lasse ich auch ein Feld frei. Achso, halt hier erstmal. Schon wieder. So, 3, 4, 5, 6. Ich meine, zur Not könnten wir hier Kakao anbauen, weil Kakao musste, glaube ich, auch auf Feldern anbauen. Da könnten wir dafür das leere Feld hier benutzen. Da müsste ich aber die Kakaosamen natürlich erst noch holen, weil die haben wir jetzt natürlich nicht dabei. Aber das wäre eine Idee, um das leere Feld dann noch zu benutzen. Was? Hä? Ach so, das war die Dinger, wovon wir nur 24 haben. Upsili. Oh ja, haben wir da eine kleine Lücke drin. Easy. Und jetzt kommt das übernächste. Da. Hier haben wir auch wieder nur 24. Oh! Ah, siehst du? Da war ja was. Da müssen wir erstmal die Dinger draus machen. 1, 2, 3, 4. Kann das also später auch wieder weg? Ne, 5, 6. So. Ich sag's ja, Knoblauch und Zwiebeln ist das Wichtigste, was man braucht auf der Welt. Also neben Chili natürlich. Chili, Knoblauch und Zwiebeln. Die wichtigsten Gewürze, die es gibt auf der Welt. Alles andere ist zweitrangig. Selbst Paprika oder. Oh, haben wir auch wieder so in der Mitte leeres Feld. Warum auch immer ich das jetzt mache, egal. Ups. Hä? 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 Warum geht das nicht? Brauche ich dafür auch so eine komische Stangdinger? Fällt doch gerade oh, grüne Bohnen. Momentchen mal, die hatte ich doch schon drinne. Eben, das war doch das, wo ich den ganzen Stack voll hatte. Jetzt können wir noch die beide hier. Und das war's dann. Oh, ich bin jetzt blöd. Muss man nochmal gucken. So, Ehren ist wieder da. Habe ich gerade einen fatalen Fehler gemacht?
Stimmt, die, ja, eben, die waren hier vorne schon. Ich habe die aber trotzdem, also die sind erst hier hinten. Ich habe sie aber trotzdem schon da vorne angepflanzt, weil die halt mit zu den Reben gehören und weil die da auch in, auf dieses Gestell kommen. Ja, das heißt, die habe ich schon eingepflanzt. Okay. Erklärt einiges. Dann können wir die restlichen einfach mal essen. Ja, wir haben nicht gerade Hunger. So, dann finden wir bloß noch die beiden und dann, ja. Hey, aber was muss denn hier auf dieses Feld drauf? Oh Gott. Kapier jetzt gerade nicht. Also da ist Chili und... Nee, Chili ist das da. Gott, was habe ich getan? Das war doch gedacht davon die Wissenschaft. Mais, Tomaten, dann kam da oben das und das. Ja, Tierkrümelchen fällt mir zusammen, weil das bereits vorne ist. Das heißt, hier haben wir wieder eine Lücke. Warum hatten wir vorne eine Lücke? Ne, genau, für vorne hatten wir eine Lücke, weil wir die Äpfel nicht haben. Ja, doch, genau, das ist richtig, dann haben wir zwei Lücken. Da eine Lücke und da eine Lücke, weil das ja bereits vorne angepflanzt wird. Ja, gut, dann ist das so. Dann haben wir halt zwei Felder frei. Easy. Mehr Ausbauplatz für später. Sag ich da mal. So. Dann können wir, wie gesagt, mal gucken, ob wir Kaffee anbauen können. Und die Dinger, die baue ich dann am besten, denn. Oder nee, ich lasse die hier hinten. Die sind ein bisschen außen vor. So, dann brauchen wir jetzt erstmal eine Schippe, um die Sträucher zu vermehren. Ja, ich laufe absichtlich jetzt hier lang, damit die Dinger hier ein bisschen aktiver werden. In der Hoffnung, dass das Ganze immer ein bisschen wächst. Also ein bisschen schneller wächst. So, haben wir eine Schippe. Wir haben sechs Kaffeebohnen. Okay, nicht so viel, aber reicht aber für den Anfang. Oh ja, haben wir auch Dinger. Ja, Kakao war natürlich massig. Ist ja logisch. Da haben wir hoffentlich schon gesammelt. Schippe, 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 Schippe. Haben wir einen in unseren Taschen? Ja, da haben wir sogar massig. Okay. Sehr gut. Dann, ja, Schluss geht's los. Ich mache langsam Feierabend, bin morgen im Zoo Leipzig. Ui! Viel Spaß im Zoo! Ja, ich persönlich bin jetzt nicht so der Zoo-Freund. A, finde ich es halt im Zoo ultra langweilig. Aber ich bin sowieso so der Typ, ne? Veranstaltungen und so ist nicht meins. Ja, vor allen Dingen aber auch mag ich es nicht, dass Tiere zuzusehen, wie die einfach nur in den Käfigen rumhängen. Vor allem, wenn ich die Tiere dabei zugucke, fällt mir selber auch immer wieder auf, dass die da genauso wenig Spaß haben wie ich. Also. Naja, aber das ist ein anderes Thema. Bis dann.